Dory wird wieder gelb, also es hat sich was getan. Es hat einen Blick und sagt, also was hier steht, er sagt, move to in progress. Also der Tarn sagt mir, ich möchte bitte in progress geflogen werden. So, das mache ich einfach mal. Tu das hier, häng den hier hin. Blick weiter, bin schön. So, also er sagt, okay, irgendjemand hat was im Board geändert. Es muss jetzt nicht jetzt einmal pro Tag hingehen und sagen, okay, wir haben diese Änderung gemacht, wir spielen jetzt was zurück. Nee, stattdessen kann man das Board einfach aus dem Tier oder jedem anderen Tool rauslesen, egal welches Tool, solange es eine Schnittstelle bietet, ein SDK oder irgendwas in die Richtung, gar kein Thema. Und sagt das einfach, okay, bitte schieb mich in einen anderen Status. So hat man zumindest andersweise die Möglichkeit, mit zwei solcher Worte, man kann das auch vergrößern, das ist aber nur mal ein Demo, weil ich muss das noch irgendwie schaden können, das ist jetzt schon schwer genug, das Teil. Man kann das mal wirklich vergrößern auf eine Größe, die man möchte, total egal. Und so hätte man zumindest diesen Overhead, dass man da irgendwelche Fehlerträchtigkeit hat, die ist dann nicht mehr gegeben. Also das ist dann einfach dann gelöst. So. Das war so wichtig, was ich halt mit meinem Team überlegt habe, was könnten wir machen, um dieses Code-Sense zu verbessern. Wie können wir hingehen und Papier und Software so vereinen, dass wir möglichst die Vorteile von allen Sachen haben. Wieder so eine kurze kleine Demo, es kann nicht viel mehr als das. Wir gehen mal kurz die Präsentation zurück. So. Also das war jetzt so eine Demo. Hier nochmal für Leute, die es nicht lesen konnten, jetzt mal vorlesen. Also so sieht die Story aus, vielleicht nur, was die Story heißt. Hier sehen wir den Task, wir sehen hier die Peer-ID, weil Task mit dem gleichen Namen und sehen hier momentan meinen Namen. Ich präsentiere mich gerne selber, wie man sieht. Soweit, so gut. So. Kurz zum Ergebnis, also zusammenfassend, natürlich gibt es bei jedem Research und bei jedem Tool, wie auch immer, gewisse Einschränkungen. Momentan ist die Kriterienliste auf 11 Kriterien beschränkt. Damit fährt sich dazu ein im Open Space. Wenn wir brainstormen, was gibt es noch an Kriterien, die ich vergessen haben könnte, um das Ganze ein bisschen nach vorne zu bringen, finde ich cool. Der Java-Form kennt aktuell nur 5 Tools, das ist bei mir eine Time-Constraint gewesen, das werde ich kontinuierlich in der nächsten Zeit immer weiter ausbreiten, dieses Tool ergänzen. Und das Board, wie gesagt, ist halt noch, also auch wenn es funktioniert hat, was ja nicht immer so ist, ist es halt noch ein Prototyp-Start. Wir sehen hier ein bisschen Holz zusammengeleimt, nicht sehen, was man sich unbedingt auf YouTube leimt. Es sind ja nur ein paar Spalten, ein paar Zeilen, zu wenig. Was mache ich später? Was werde ich machen in der nächsten Zeit? Ich werde hoffentlich mit euch nochmal herzlich an diese Kriterienliste erweitern. Ich möchte diesen Entscheidungsraum, dieses Tool ergänzen und ich möchte auch mit meinen Jungs dieses Board weiterentwickeln. Vielleicht kann man da was machen, was später was ganz, ganz Tolles werden könnte. So, Zusammenfassung. Ich habe heute für euch Papier gegen Software. Ich hoffe, einigermaßen anschaue. Ich demonstriere, was sind die Cons, was sind die Pros, was sind die Stärken, Schwächen. Wir haben zwei Ansätze gehabt zur Lösung des Problems. Vielleicht bisher hinter 11 Stück. Diese verschiedenen Lieblingsszenarios. Und ich habe euch zwei Lösungen präsentiert. Einmal in Form dieses Entscheidungsbaums, wie man das machen könnte. Und einmal anhand eines praktischen Beispiels. So, das war's dann. Es gibt jetzt genug Möglichkeiten, das Fragen zu stellen. Und ich werde alles weitere. Ich habe schon ein kleines Demo-Video von dem Ding auch auf meinen Blog gestellt. Könnt ihr euch gerne angucken. Kommentare, alles. Kritik. Bitte. Das war's. Also, ihr könnt jetzt wirklich Fragen stellen. Ja, bitte. Ich habe den Vorteil von oder den Nachteil von einem Fernseher noch nicht verstanden im Verhältnis zu jetzt sowas. Gut, ich gebe zu, es ist schwierig zu verstehen, weil das Ding ja relativ klein ist jetzt. Die Rede ist von einem relativ kleinen Transport. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben eine Firma mit, ich sag mal, 5 Stories pro Sprint und pro Sprint haben wir nochmal so 8-9 Tasks. Zum Beispiel jetzt mal, so ein ganz normales Beispiel. So, wenn ich das auf einem normalen Bildschirm, sei es 50, 60, 5 Mikrozoll darstellen möchte, dann kann man das nicht vernünftig lesen. Also Software hätte das nicht übergegangen, um das wirklich gut lesbar zu machen. Ja, also
alle Tasks auf einer Fläche sehen möchte, wo sie das ganz stark zusammenschrumpfen. Die Auflösung ist ja nicht mehr als UAD. UAD ist schon ein Hut, aber das ist einfach bei so vielen Mengen an Tasks geht nicht. Ich meine, dass, wenn wir ein Papier haben, haben wir jetzt ohne Grund mehrere Meter. Wir haben dann die ganze Wand hier voll. Das kann ja zum Beispiel Leute auch von Sitzkörper bestätigen. Wir haben ja eine riesenlange Wand, 4, 5, 6 Meter oder wie auch immer. Und da kann man alles sehen. Das kann man ja nie auf einem normalen Fernsehbildchen darstellen. Dazu müssen die ja wirklich hier schon, wie gesagt, riesengroß werden, also mehrere Meter mal mehrere, also Höhe wie Weite, um halt das, um in einen Bereich zu kommen, was in die Nähe geht von Papier. Und wo ist es zum Beleg hierhin? Dieses Board müsste man möglicherweise auch viel größer gestalten. Momentan haben wir hier nur Platz für 4 Stories, auch nur dann, wenn ein Story mal einen einzigen Tag hätte. Ja, also ich meine, das ist viel zu klein, aber ich kann das keine riesen Dinger mitschreiben, wenn ich halt nicht selbst. Deswegen, also das ist einfach, und was die Idee ist, ich gebe zu, vielleicht noch nicht hundertprozentig ausgereift, aber die Idee ist, dass diese Sachen so gut lesbar sind, dass es ungefähr dem entspricht, was ich auf normalen Post habe. Wenn ich jetzt gucke, ich habe hier ein Post-it, ja, dann sieht man, dass die Größe so plus minus ungefähr so aussieht wie den Post-it, den wir normalerweise als Klammkarte verwenden. Das ist die Idee. Dass es vielleicht jetzt nicht gut lesbar ist, das ist leider so, aber so groß unser Team haben wir in Hand auch nicht. Also das heißt, der einzige Vorteil ist, dass ich es aus der Ferne sehen kann. Das heißt, wenn ich einen Meter vor dem Fernseher stehe, würden Sie sagen, der Fernseher ist genauso gut? Würde ich nicht sagen, weil man von einem Meter Entfernung, bei dem Beispiel von 5 Stories und 10 Tasks, die kann man auch einen Meter nicht sehen, das sieht man ja gar nicht eingestellt. Also so klar, also zumindest meine Erfahrung ist das so klar. Und die andere Sache hat hier, zurück zu den ganzen verschiedenen Kriterien, ich hatte, die Haptik. Ja, ich kann dieses Ding, habe dieses Ding in der Hand, habe das Gefühl, ich habe was gemacht, ja, ich setze das zurück und zack, ist das so. Und das kann mir, also meine, das ist meine persönliche Erfahrung, das geht mir Software nicht. Wenn ich mit Software mit der Maus das hin und her schiebe, das sieht mir nicht das gleiche Gefühl, wie das eigentlich Papier mir geben sollte. Und dazu kommen auch Sachen wie Kommunikation ist verbessert, man sieht es überall, man hat die Transparenz und. Aber das können wir gerne nochmal später nochmal evaluieren im Open Space Thema. Ja, und jetzt? Ich würde mal jetzt den Fernseher ganz gerne bestätigen wollen, weil im Prinzip da würde ein Fernseher theoretisch gehen, aber der Teufel steckt da echt viel Zeit und findet irgendwie nie die richtige Auflösung, die da wirklich gerade passt. Ja. Man macht alles entweder zu groß, wenn es zu groß ist, muss man ständig scrollen auf der Software und dann irgendwann alles wieder durcheinander und zur Welt und so weiter, wenn es zu klein ist, kann es ja keiner lesen. Also im Prinzip geht es so in der Theorie, aber wenn man es in der Praxis wirklich ausprobiert, sind es so viele Kleinigkeiten, die einfach stören und nerven, dass die dann nicht vergleichbar sind. Ich denke, man muss echt differenzieren. Ja. Der Fernseher ist kein Ersatz für den Transport, aber wenn ich sowieso aus bestimmten anderen K.O.-Kriterien und sonst für die Software entschieden habe, dann ist das Schlechteste, den Fernseher nicht aufzuhängen, bin ich der Meinung, weil nämlich, es guckt keiner mehr rein. Selbst den Browser zu öffnen, das macht keiner mehr. Und also das ist jetzt nicht Argument für das Tool, aber dann kann ich wenigstens diesen Kompromiss, für mich ist es ein Kompromiss, und der hilft ein bisschen. Und es ist dann nicht so, dass ich alle Tasks, das ist auch wieder ein K.O.-Kriterium, ich habe dann, das ist eigentlich kein Taskboard, wir benutzen es dann als Storyboard, das heißt, wir sehen, wo die Story liegt. Also es ist kein echter Satz, aber man soll es jetzt nicht so ganz schwarz machen. Ich glaube auch das Wichtige, das sind jetzt also mindestens zwei Aspekte, wie ich sehe, ist die Transparenz, die haben wir jetzt gehört, was kann ich gut, wie kann ich was gut sehen, und von dem Fernseher immer scrollen muss oder ist zu klein oder sowas, aber ich glaube der zweite Teil ist, wenn ich mir das Daily beim Scrum oder auch beim Kanon vorstelle und ich stehe, das Team steht um das Board herum und steht jetzt um den Fernseher herum. Ja? Und dann gehe ich normalerweise mit Papier an das Board, nehme mir was, hänge es um, sage, zeig drauf, das habe ich noch, da habe ich noch Probleme, als nächstes mache ich vielleicht das, aber das weiß ich noch nicht. Diese ganzen Aktionen, die sind viel, viel unangenehmer an den Fernseher. Man kannst du ja nicht verschieben, kannst du gar nicht am Fernseher. Also, es sei denn, du hast jetzt so gigantische Touchscreens und was auch immer, die bearbeitet. Und das hast du halt hier. Ja. Also, stellst du dich davor, zeigst, nimmst, hängst um. Und ich glaube, diese Aktivität ist sehr wichtig, empfinde ich als sehr wichtig. Und das kann ich damit erreichen, dass dann den Fernseher viel schwieriger macht. Das heißt, deswegen Touchpad ist für alle die ideale? Nee, überhaupt nicht. Also, wir haben es auch ausprobiert, also mit so großen Schirmen, mit Touchscreen oder eben auch Shift und so weiter und so fort. Und selbst da, die Technik ist nicht so ausgereift. Ja? Also, der Teufel steckt da wirklich im Detail, dann toucht man drauf und dann funktioniert es nicht, dann toucht man da zu viel drauf und es ist kein Berührungsempfindlicher, sondern eben so ein Sensor gesteuert und was weiß ich. Da hat man diesen Shift und der Shift, der kann auch nicht jeder mit umgehen. Das sind wirklich diese Details, die man nicht weiß. Ja? Also, deswegen.
wir momentan die besten Erfahrungen mitgemacht haben, ist, dass jeder wirklich sein eigenes Device irgendwie vor sich hat. Okay. Ja? Und man ist dann versucht, schon trotzdem die Leute zusammenzubringen, aber irgendwie hat jeder so ein eigenes Device dann irgendwie vor sich, ja, und steuert es für sich, wo er jetzt gerade hingucken will und orientiert sich so quasi für sich selbst. Also ein Laptop oder ein Pad oder was letztlich. Kommunikation geht anders, oder? Also ich glaube, wenn jeder die Leute trotzdem zusammen sind, funktioniert das erstaunlich gut, wie gesagt. Ja, also das geht dann noch. Können wir das vielleicht für den Open Space machen, damit wir die Frage Antwort bekommen, doch erst du und dann du. Also wenn du das sagen darfst. Erstmal ist hier diese Diskussion drin gewesen. Also wenn ich das Ganze so zusammenfasse, dann ist das halt eigentlich jetzt eine Überbrückungsmöglichkeit, bis die Technik so ausgereift ist, dass man dieses Touchscreen beispielsweise hat, wo man wirklich mit Haptik, Feedback, was auch immer, eben dieses Gefühl hat und eben auch im Gehirn bestimmte Areale eben angesprochen werden, dass man eben nicht mehr auf Papier sitzt. Und das ist, wie gesagt, wirklich nur eine Übergangslösung. Wobei bei der Übung scheint mir, also wie gesagt, so fasse ich es für mich momentan zusammen. Mhm. Und bei dem habe ich auch noch das Nachteil, also wenn jetzt wirklich die Technik so ausgereift ist, Touchpad und Software alles übertragen, habe ich bei dem hier noch das Problem. In Indien sitzt ein Teammember, in den USA, einer in Deutschland, wenn man jetzt wirklich so extrem verteilt das sehen wollte, auch wenn ich kein Freund davon bin. Das heißt, bei diesem Board komme ich visuell das nur mit und brauche wieder jemand, der an drei Stellen das Ganze umhängt, damit eben nicht die ganze Zeit dieses visuelle Feedback mich nervt, sagt man. Ja, aber es soll dich ja nerven. Das ist ja der Punkt, dass du dann, dass du quasi dann, wenn man aufmerksam gemacht bist auf den Entwicklungsprozess, damit du auch Interaktion mit deinen Leuten hast, also das liegt nicht ohne Grund. Das auch gar nicht liegen machen können, weil das liegt letztlich, um halt wirklich dieses gemeinsame Community-Gedanken zu stärken. Das ist die Idee hinter dem Leben, das soll das wirklich nerven. Ne? Das habe ich soweit verstanden, ja. Aber wenn ich jetzt so ein verteiltes Stand-up mache, dann tauschen die Leute sich ja alle aus und ich habe dann drei Leute, die einen Task verschieben. Mhm. Unnötiger Mehraufwand, nur das will ich damit sagen. Mhm. Ja, also ich denke auch, also meiner Meinung nach, das wäre meine eigene persönliche bescheidene Meinung, wenn wir irgendwann in 10, nochmal 10 Jahren, diese Manual-Report, riesigen, also dass wir quasi hier alles Displays haben und das geht, dann haben wir aber immer noch das Problem, dass wir es echt hinkriegen müssen, dass diese Haptik, das Gefühl, dass ich was festhalten kann, dass mir das Wort das auch gibt. Ja, und ich, also sehe ich persönlich noch Kritik schicken, weil ich weiß nicht, also das ist immer so, dann muss dieses Touchscreen-Wort muss irgendwas an Technologie bieten, dass mir das wirklich das Ding greifbar macht. Also dass ich wirklich das Ding hier immer noch festhalten kann und das wirklich einmal kurz in meiner Hand habe und das bewegen kann. Und das geht mir, also ich habe das schon probiert, also wenn ich mit dem Touchscreen meinen Finger nicht so rumschiebe, das gibt mir persönlich nicht das Gefühl. Das ist einfach nicht, was ich jetzt irgendwie, was mich jetzt wirklich, also was mir das Gefühl gibt, dass ich hier meinen Arbeitsschritt geleistet habe und das Leben sichtbar zu machen. Aber das ist eine ganz persönliche Geschichte, das bei jedem anders. Ja? Erstmal nicht, ja. Okay. Zwei Sachen. Also ich sehe dieses generelle Paperboard natürlich auch immer so ein bisschen, man läuft mal dran vorbei, es fällt einem irgendwas auf und man kommt irgendwo ins Gespräch. Dafür bin ich so im Fernseher unheimlich gut, wenn er nicht das komplette Board zeigt, sondern irgendwelche Aspekte. Mhm. Das heißt aber, es muss vorbereitet werden. Es müssen Gruppen gebildet werden, irgendwelche kritischen Fragen. Was ich an diesem Teil unheimlich schön finde, ist, dass ich von der Software her, eventuell also von einem Kollegen in Indien, habe ich eine Verschiebung drin. Und jetzt werde ich quasi über dieses Ding gezwungen, das von meiner Seite aus zu bestätigen. Mhm. Es ist ein Movement. Ich vollziehe das Movement nach, bestätige also erstens mal, ist bei mir angekommen. Zweite Geschichte ist auch, es prägt sich bei mir viel eher ein, dass sich dort etwas verschoben hat, als wenn ich da nächsten Tag wieder auf dieses Board gucke und irgendeiner hat da 5 Sachen von A nach B verschoben. Ich sehe zwar den aktuellen Stand, aber ich sehe nicht die Bewegung, ich bin nicht daran beteiligt. Ich glaube, das ist einer der Vorteile, dass ich wirklich den Arsch hochkriegen muss. Definitiv. Und das Ding besteht. Ja, von Ahnung, definitiv, ja. Ja. Ja, und nicht nur, okay, sondern wirklich mit Bewegung etc. mich da engagieren muss. Ich glaube, da bleibt sehr viel mehr hängen. Nochmal? Nur ganz kurz dazu. Bei einem oder zwei Tasks bin ich absolut der gleichen Meinung. Wenn wir jetzt ein ganz großes Board hier haben und ganz viele sind am Blinken, dann wird nicht jeder zu dem Punkt hingehen, wo er glaubt, er ist dafür zuständig, sondern irgendjemand wird die Teamaufgaben bekommen und alles verschieben. Und dann sehe ich diesen Moment nicht.
Warum sollte jemand die Aufgabe bekommen, das überschieben? Das Verschieben, also das Leben zeigt dir an, dass irgendwer anders an einem anderen Tag was gemacht hat. Und damit, also das ist ja die Anzeige. Es ist ja nicht, dass ich jetzt irgendjemand habe, der mich quasi dazu abstellen muss, der das umschieben muss. Also ich sag mal so, wir reden von einem Team. Ja? Ein Team ist eine Einheit. Also wenn ich als Team wirklich gut agiere, dann sollte das jeder von sich aus machen und sogar noch on top of that, dann sollte man eigentlich sagen, hey, guck mal, da ist irgendwas geschehen in Indien oder was auch immer. Ja, diese Interaktion ist ein Thema. Also ich sehe das nicht so als Problem, aber das ist wieder eine persönliche, subjektive Geschichte. Also auch wenn die ganze Wand blicken soll, das zeigt doch, dass meine Arbeitskollegen, wo auch immer, momentan richtig gute Arbeit leisten. Das spornt mich doch an. Eher als, dass ich ein Problem sehe, 10 Sekunden dahin zu laufen, die Dinge umzuhängen und fertig. Ich meine, das sollte es möglich sein, oder? Über Mail-Feedback würde es auch gehen. Wenn du das gerade hier offen hast und da kannst du das, glaube ich, so einrichten, dass du dann Mails bekommst, wenn irgendwas verschwunden wird. Aber wer nicht momentan mit Mails? Das ist dann ein anderes Problem, was du hast. Also, Entschuldigung, aber ich bekomme 100.000 Mails pro Tag. Ich sehe, wenn ich davon hier was bekomme, das geht bei mir direkt nach Death 0. Ja? Also, direkt weg. Das ist ganz klar. Also, aber wie gesagt, subjektiv. Wenn du sagst, Mails sind für dich, du liest die jede einzelne. Super, dann ist es doch eine gute Sache von uns, um die Mail zu bleiben. Aber ich denke, also für mich persönlich wäre das nicht so. Wir haben noch 5 Minuten, noch nicht mal mehr, ne? Ich würde sagen, noch du oder sie und noch mal du und dann sind wir fertig. Also noch mal kurz. Noch mal eine ganz kurze Geschichte dazu. Ich sehe genau die gleiche Gefahr, dass im Endeffekt, wenn das für mich nicht relevant ist, diese Dinge zu verschieben etc., dass man das wegschiebt. Bei E-Mail schafft man sich irgendwann mal eine Regel an und sagt, diese kompletten Geschichten, was wurde in Indien für dieses Projekt erreicht, guckt direkt in Papierbar. Damit ist der ganze Effekt weg. Das wird hier genauso sein, dass man irgendwann mal einen dazu verdonnert, am Ende, statt direkt Kaffee zu trinken, die Dinge wieder so zu verschieben, dass endlich dieses nervige Blinken aufhört und dass, wenn man das nächste Mal reinkommt, dass man dann also auch wieder in eine nicht blinkende Situation kommt, damit Ende aus. Damit verpufft diese ganze Geschichte, weil bei vielen Sachen sagt, was interessiert es mich direkt, dass ich so viel Zeit da dran hänge. Und das ist die Frage halt ganz einfach auch, meiner Meinung nach, so ein bisschen. Wie erkenne ich die Leistung meiner Kollegen an? Machen wir so ein generell, das und das ist erreicht worden. Toll, wird überall anerkannt, weil wir als Team sind weiter fort. Und das ist das Zuckerl für jeden, der daran teilnimmt. Das extra Teil dabei. Wenn ich bereit bin, das zu machen, weil ich auch was davon haben möchte, ist das sicherlich eine extrem tolle Geschichte. Ansonsten endet es im Endeffekt dazu, dass irgendeiner das Bild einfach freuen muss als zusätzliche Geschichte, die einen nicht weiterbringt, die zwei kostet schon. Ja, okay. Kurze Frage oder lange Frage? Ja, ich hatte mal ein Wort gesehen, da waren die Post-its mit Fachkurs und so weiter drauf. Darüber hätte sich ja auch so eine Abgleichslösung bauen können. Was hat jetzt speziell euch das schon bewogen, so eine technisch aufwendige Lösung zu bauen? Ganz einfach. Lösungen, die ich kenne, die so hingehen, wie du sagst, die haben meistens eine Kamera irgendwie. Die müssen nur eine Kamera haben, um das zu filmen. Kamera im Raum, mitten vor dem Board, finde ich, also kann man machen, ist schwierig. Und beides valide Lösungen, ganz klar. Der andere Punkt ist aber, dass man dadurch auch nicht wirklich, das ist dann mehr eine Digitalisierung, wie glaub, die Kollegen von Jimflow darstellen werden, mehr Digitalisierung als weniger für richtig verteilte Teams. Aber ich denke, dass beide Lösungen durchaus. Also das, hier hast du, ich glaube, wir müssen es wirklich leider zurück machen. Tut mir leid. Kostenpunkt von einer Karte. Ja, also erstmal leider, das wir später. Kostenpunkt von einer Karte. Kann ich noch leider nicht sagen. Okay, super. Wir müssen leider Schluss machen an der Stelle. Vielen Dank, ich habe jetzt noch ein Boat-Blau-Schild in der Hand, das ist der Abschluss. Einfach nur als Erinnerung, wenn ihr rausgeht oder auch noch später machen, da hinten liegen die Karten, gelb. Ist neutral, war okay, rot ist, das hat mir nicht so gut gefallen, auch an dem Vortrag, nicht nur innerlich, sondern auch beim Team, könnt ihr ruhig machen. Oder grün fand ich super, also so, dass ihr gesagt habt, was toll fandet. Gerne das hinten reinschmeißen, auch mit Kommentar draufschreiben, damit wir es auch wird. Wenn man es später macht, wie vermischt man dann nicht die Vorträge? Ah, ne, stimmt, das können wir nicht später machen, wir müssen es jetzt machen, oder? Genau, direkt, ja. Danke, Laura, für die Super, dann danke dir. Dankeschön.